Ach ja, wieder die schöne Einschlafmusik. Und ja, jetzt ist wieder richtig dunkel. Ja, wir haben noch verdammt viel. Oh, die vierte Ebene ist weg. Die viertletzte. Ja, wir haben noch verdammt viel Berg hier abzutragen. Also wir sind jetzt hier in dem Bereich beim Abtragen. Also er hat den hier. Haben also noch den ganzen Bereich hier. Also ist ja zum Beispiel der Berg hier schon längst weg. Der hier ist ja auch weg. Ist ja auch fast schon das Unterteil weg. Oh, sagt bloß, sie haben es geschafft, die Ecke zu füllen. Mal gucken, ist so korrupt und hat da hinten ist so. Da hinter der Wolke wanderte korrupt. Und ja, keine Ahnung, ob er wirklich so heißt. Ich nenne ihn einfach so. Weil man sieht ihm an, dass die Corruptions von dort herkommen. Jetzt gerade sieht es sogar aus wie ein riesiger Corruption-Kopf, der da hinter den Wolken hervorklotzt. Auf unsere kleine unscheinbare Insel und alles zerstören will. Wetten wir, wenn wir so bei 100 Stunden angekommen sind, dann crasht der Mond einfach in unsere Insel und zerstört sie komplett. Nein, das wäre überhaupt nicht schön. So, jetzt ist es wieder die Sache, könnt ihr die beiden da füllen? Ja. Willst du den da? Ja, den willst du. Gut. Dann. Dann machen wir so weiter. Ja, wir sind jetzt hier am Ende. Gut. Ihr seid hier auch fleißig. Unsere Steinvorräte sinken. Ja, du komm mal kurz her. Wir improvisieren mal ein bisschen.
So, hack das mal. So, dann brauchen wir ein neues Flat Task. Du wieder zum Bowie. So. Aber sie laufen schon zurück. Das heißt, ich kann sie jetzt theoretisch umswitchen. So, auch die, die von da hinten kommen. Dich auch fertig. Yay. Füllt, füllt, füllt. Ihr buddelt. Gut, jetzt können wir dasselbe hier wiederholen. Oh ja, der Corrupt Moon ist gerade am Untergehen. Man merkt, er ist näher an dem Wasser. Planeten hier, auf dem wir hier sind, dran als die Sonne, weil er viel größer ist.
Oh, das drittletzte Ebene ist auch fast abgebaut. Sehr schön. Oh, die Sonne geht da hinten auf. Ja, sehr schöner Sonnenaufgang. Oh, Sonne hell. Also selbst die Ingame-Sonne ist hell. Ja, das hier wird schon. Ich kann schon den Ausgangsdinger hier wegnehmen und das jetzt breiter machen. Ich muss sagen, die Seite ist um einiges leichter und angenehmer als die Seite ist, oder? Aber selbst die Seite haben wir irgendwie geschafft. Das Fitzelchen hier, das ist genial. Man sieht es aber auch sogar auf der Karte. Und sie machen hier wieder Dreck. Ja, wenn sie dann so bei der letzten Ebene ankommen, werde ich mal anfangen, hier den Pseudo-Quarry zu planen. Und dann müssen wir hier irgendwie weitermachen. Oh, hier halten sie sich gerade noch dran ans Füllen. Das ist jetzt nicht so toll. Okay. Ja, doch, gut geht. Mal gucken, ob sie jetzt wieder total in den Chaos versinken werden oder ob sie weiter sauber füllen. Jetzt, weil, nachdem ich alles verschoben habe, aber das sieht schon fast danach aus, als ob sie... Ja. Da fängt dann die AI irgendwie an, ein totales Problem zu haben. Mal gucken, wenn ich sie resette, ob das dann was bringt. Oder ob sie weiter irgendwo setzen werden.
Na, sie machen einfach irgendwo weiter. Na gut, lassen wir sie Spaß haben. So, das wird langsam. Hier hatten wir die Treppe nach da oben und hier hatten wir den ersten Versuch der Treppe nach da oben. Das hat wieder auch eine sehr interessante Form, aber keine Ahnung, was es darstellen könnte dieses Mal. McCoy, räum mal auf. Geht ja gar nicht. So, ich würde aber sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Also, überschreiben wir unser Let's Play. Und machen erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.